Hallo. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Die Mikrofone gehen auf deinem, ist noch Hall drauf. Ja. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr hier ins Ohlenspiel gefunden habt. Zur Eröffnungsveranstaltung des Hessenslands 2014. Und damit wir alle mal ein bisschen warm werden und in den Hessenslam reingleiten, machen wir das mit einem Applaus. Und ihr applaudiert einfach mal und ihr holt den Mann auf die Bühne. Er hat die letzte Woche gerödelt und ist gerannt wie kein Zweiter. Jetzt beginnt der Hessenslam. Jetzt geht es los. Jetzt senken sich auch bei uns so langsam die Nerven und es fängt an, Spaß zu machen. Begrüßt ihn hier auf der Bühne. Hier ist für euch Stefan Dörsing, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Begrüßen Sie bitte auch den Mann zu meiner linken Seite, der genauso die letzten Nächte um die Ohren geschlagen hat, ausschließlich von Tiefkühlpizza seit 3 Monaten lebt, wegen des Hessenslams. Bitte begrüßt Tillmann Dörr mit einem fetten Auftrittsapplaus. Bitte sehr. Normalerweise beginnt man bei Poetry Slams immer so Veranstaltungen mit der Frage, wer war noch nie auf einem Poetry Slam? Wir beginnen jetzt mit einer anderen Frage. Wer hat noch kein Ticket fürs Finale? Fragen wir mal so rum. Geil, alle hier. Ernsthaft? Nee, warte, da sind noch 3, 4 Leute, einfach raus. Nun, für die Leute, die noch kein Finalticket haben, wir haben heute Spezialpreise, sie kosten nur 25 Euro. Nein, Scherz, wir haben ein paar Tickets dabei, egal. Was viel wichtiger ist, wir wollten das Finale ja im fetten Rosengärtchen veranstalten, aber ihr merkt mit dem Wetter selber, das ist ein bisschen schwierig, das Mikrofon fällt ab und zu aus. Deshalb jetzt nochmal an alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir lassen das Finale ausfallen. So. Es gibt kein Hessenslam-Finale, es wird kein Champion geben. Wir machen jetzt 2 Tage lang Eröffnungsveranstaltung und dann machen wir noch kurz Abschluss trinken und fertig. Genau, da könnt ihr jetzt alle zu eingeladen. Nein, die Finalveranstaltung wird stattfinden, aber nicht im Rosengärtchen, sondern in der Stadthalle Wetzlar. Ja? Die ist nicht Open Air, hat den Vorteil trocken, Nachteil ist nicht auf. Ja? So. So viel dazu. So viel dazu. Und, für alle Leute, wir können einfach gleich mal anfangen. Wir haben nämlich heute ganz hervorragende Gäste nämlich hier. Heute passiert noch kein Wettbewerb. Heute machen wir das alles noch so ein bisschen. Jetzt atmen wir erstmal ein bisschen durch. Wir haben heute uns ganz besondere Gäste eingeladen, die den Hessenslam eröffnen dürfen. Und ich würde einfach vorschlagen, bevor wir uns jetzt hier verquasseln, beginnen wir erstmal mit ein bisschen Musik. Ganz wir haben einen ganz besonderen Singer-Songwriter da. Er ist seit 20 Jahren einer meiner Freunde. Er hat einen wunderschönen Namen, denn er heißt genauso wie ich. Und er ist einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter. Die du kennst? Also er ist der einzige Singer-Songwriter, den ich kenne und dementsprechend auch der erfolgreichste. Wer vielleicht vor einem Dreivierteljahr schon mal bei uns bei der Poetry Slam, nee, es war kein Dreivierteljahr. Nö, vor ein paar Monaten bei Poetry Slam Champions war, hat ihn vielleicht schon gesehen. Er kommt aus Mannheim, er sieht sehr, sehr gut aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte applaudieren Sie, rasten Sie einmal aus für den unglaublichen Tillmann Klaas! Bitte schön! Hallo, ich bin sehr erfolgreich, erfolglos. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni al dinero ni al amor. Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Boah, voll heil. Heil! Oh, jetzt weg. Schade. Gerade dran geföhnt. Ich freue mich sehr für die Einladung. Danke sehr euch. Danke. Und ich freue mich auch für euch.
dass ich hier bin. Und diesen Abend eröffnen darf. So, ich spiel ein Lied. Viele Leute, die so zu Poetry Slams gehen, die denken ja immer, diese Poetry Slammer, das sind so Verrückte, ne? So verrückte Hunde. Aber ich muss euch enttäuschen, das ist häufig gar nicht der Fall. Oft sind das so Buchhalter, hauptberuflich, oder Maschinenbauer, bauen Maschinen. Und ich weiß nicht, ich habe ein Lied über einen Poetry Slammer geschrieben. Der lieber heißt Thorsten. Und ich weiß nicht, ob er im Wettbewerb ist. Ist der Thorsten? Wir werden, also falls ihr den Thorsten treffen solltet, schönen Gruß. Genau. Wir werfen uns einfach ganz geschmeidig in den Abend rein. Thorsten ist fast 30 und seit einem Jahr vergeben. Er verliebte sich in Annika im virtuellen Leben. Sie ist schön und er ist schön, sie passen zueinander. Thorsten weiß das, aber leider nichts von Alexander. Er weiß auch nichts von Mike und Martin, Moritz oder Jochen. Ich werd dir immer treu sein, hatte sie ihm mal versprochen. Annika ist gut darin, die Dinge zu verschleiern. Thorsten ist ein Fan vom FC Bayern. In diesen unübersichtlichen Zeiten weiß doch niemand genau, wie es geht. Der liebe Gott schuf Thorsten als Abbild der Normalität. Als Abbild der Normalität. Ihr müsst euch eine sechsköpfige Heavy-Metal-Band gerade vorstellen. Thorsten war mal anders, wollte so viel mehr vom Leben. Langweilige Spießer haben ihm nie was gegeben. Heute ist er Berater einem großen Unternehmen und hilft seinem Dad gern bei Internetproblemen. In diesen unübersichtlichen Zeiten weiß doch niemand genau, wie es geht. Der liebe Gott schuf Thorsten als Abbild der Normalität. In diesen unübersichtlichen Zeiten weiß doch niemand genau, wie es geht. Der liebe Gott schuf Thorsten als Abbild der Normalität. Als Abbild der Normalität. Thorsten hatte so viele Träume, die hat alle der Wind weggeweht. Die Welt, in der er lebte, war das Gefängnis der Realität. Das Gefängnis der Realität. Das Gefängnis der Realität. Das Gefängnis der Realität. Wir hören ihn selbstverständlich im Laufe des Abends. Noch zwei, drei.